Hallo zusammen, hier spricht Oni. Heute möchte ich davon berichten, wie ich Rupert Sanders getroffen habe. Ja, den Regisseur von Ghost in the Shell, ist kein Scherz. Und zwar ist die Sache die, dass ich vor einiger Zeit auf dem Japan-Tag in Düsseldorf war und an einem der Stände habe ich halt mitbekommen, dass sich sehr, sehr viele Leute in einer Schlange aufgestellt haben. Und ich habe halt die Leute, die sich angestellt haben, gefragt, was los sei, woher das große Interesse an diesem Stand käme. Und man hat mir mitgeteilt, dass Rupert Sanders doch tatsächlich damit angefangen hat, Manga zu zeichnen. Und ja, er würde jetzt hier halt seine ersten Werke präsentieren. Und jeder könnte halt warten, bis man nach vorne kommt und gucken kann, was er denn so Schönes gezeichnet hat. Ja, ich habe mich halt auch angestellt und habe wirklich also viele Stunden gewartet. Und als ich dann quasi nach vorne kam, so weit nach vorne, dass ich sehen konnte, was da nun bei dem Stand vor sich ging, habe ich halt gesehen, dass das tatsächlich der Rupert Sanders stand, mit zwei Bodyguards an den Seiten. Und ja, der hat auf so einem, wie sagt man das, ja, so eine Art Plakat quasi seine Zeichnung präsentiert, die er halt anscheinend vorher gezeichnet hat. Und nach einiger Zeit, nachdem er quasi einen Großteil seiner Zeichnungen präsentiert hat, gab es eine Möglichkeit, quasi dem Autor, also Rupert Sanders, Fragen zu stellen bezüglich seiner Zeichnungen. Und ich habe mich halt gemeldet, sozusagen. Und als ich dran kam, habe ich einfach ganz dreist gefragt, ob es möglich wäre, mit ihm persönlich zu sprechen. Und er meinte halt, naja, es ist halt jetzt ein anderes Format. Das geht natürlich nicht, aber wenn es mir wirklich am Herzen liegt, könne ich ihm ihm meine Handynummer geben und er würde mich dann irgendwann anrufen, um mich mit mir zu treffen, ein paar Worte mit mir zu wechseln. Ich dachte erst, es ist ein Scherz, aber er meinte das ernst. Und naja, ich habe es das getan, ich habe ihm die Nummer gegeben. Und nach einigen Wochen bekam ich einen Anruf von ihm, dass er jetzt Zeit hätte, dass er gerade in Düsseldorf ist. Und ja, wir haben uns getroffen. Naja, mein Englisch ist sehr schlecht. Ich habe dann begonnen von wegen Excuse me, let me speak from my heart. Aber es hat sich herausgestellt, dass er für das Treffen mit mir extra Deutsch gelernt hat. Und zwar auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir konnten uns tatsächlich verständigen, also ja, wir konnten uns unterhalten. Und naja, wir haben eine Zeit lang über alte Sachen gesprochen, über den Vierten Weltkrieg und so. Und dann habe ich mich getraut, quasi eine sehr unangenehme Frage zu stellen. Ich habe ihn halt gefragt, ob Shiro Masamune und Oshi Mamoru ihn mal vergewaltigt hätten oder so, weil ob er jetzt quasi mit seiner Interpretation von Ghost in the Shell ihn damit büßen möchte für die Vergewaltigung, ja. Und er hat überraschend gelassen reagiert, also erst. Aber dann kam ihm eine Träne und er meinte, ja, tatsächlich, vor vielen Jahren, als er quasi aus einer Bar in Manhattan kam, haben die zwei ihm aufgelauert, ihn zusammengeknüppelt und, naja, ihr wisst schon, in alle Löcher. Und er hat einen sehr, sehr raffinierten Plan ausgearbeitet, wie er ihn büßen kann. Und jetzt hat er ihn quasi mit dem Erscheinen von diesem Film quasi vollendet. Und ich muss sagen, es ist ihm wirklich gut gelungen. Ich habe sehr selten einen solchen Müll gesehen. Ja, und er hat halt weiter ausgeholt, alle Details beschrieben, wie sie ihn quasi auf die Knie zwang. Und naja, ich will jetzt nicht allzu konkret werden, weil naja, es ist schon sehr intim und ja. Und naja, er sagte mir halt, dass ich ihn mit dieser Frage wieder daran erinnert habe und sein Anus jetzt schmerzt, diese Erinnerungen quasi direkt mit seinem Körper verschmelzen und ja, immer wenn er daran zurückdenken muss, schmerzt, ja, es war sehr unangenehm für uns beide, wir haben zugesehen, wie wir das Gespräch schnellstmöglich auf ein anderes Thema lenken konnten, aber ja, es wollte nicht so recht gelingen, weil er hat halt geheult, ich wollte ihn auch nicht verletzen oder so. Ich bin halt ein sehr, sehr direkter Mensch und naja, es ist halt gekommen, wie es gekommen ist. Wir haben uns halt dann nach einer Zeit verabschiedet, weil wir gemerkt haben, das Gespräch führt zu nichts Gutem und ja, also ich wollte halt den
den Leuten und vor allem den Fans von Ghost in the Shell 2017 davon erzählen, damit sie verstehen, was den Regisseur dazu bewegt hat, ein solches Meisterwerk zu kreieren. Ja, danke und bis irgendwann.